So, Leute, ihr wisst ja, Secret Lair ist nicht so mein Produkt eigentlich und wird es wahrscheinlich auch nie wieder sein. Das Video dazu habe ich lang und breit erklärt und hochgeladen, gemacht und getan. Ich habe jetzt trotzdem mal hier die Secret Lair Ultimate Edition Enemy Fetchlands vor mir liegen und werde die mal mit euch aufmachen, mir angucken und ein bisschen was zu besprechen. Meiner Meinung nach ein eigentlich von der Grundidee cooles Produkt. Die Umsetzung ist halt... Spoiler, meiner Meinung nach schwierig. Aber okay, gucken wir uns das mal an. Wir haben hier erstmal die normale Pappbox außenrum. Können wir die aufmachen. Das ist dann auch schon, also selbst bei der Pappe haben die sich was gedacht. Man kann hier vorne dann diesen aufklappen, damit man die dann raus transportieren kann. Pappe, weil wir brauchen noch mehr Pappe. Diese weißen Kästen, die kennen wir ja schon von den Secret Lairs. Da waren die anderen Secret Lairs auch drin, nur auf den anderen Secret Lairs war hier so ein Reiß... Bändchen. Das ist hier nicht. Hier haben wir nur so ein Gestecke. Und dann, na komm, Secret Lair Ultimate Lands Edition. Die Box ist schon geil. Das muss ich leider sagen. Also es ist auch nicht aus Pappe, nicht wirklich, sondern es hat so ein Plastikfinish. Es klingt auf jeden Fall wie Pappe, ist aber, wie gesagt, ganz komisches Material. Ganz, ganz komisches Material. Aber schon geil. Auch hier mit dem Secret Lair drauf. Ultimate Edition und dann hier in nicht sichtbarer Schrift The Enemy Fetchlands. Das ist wahrscheinlich dafür da, dass man diese Box nochmal benutzen kann. Weil diese Box ist awesome. Ich finde die Box richtig geil. Also zumindest die Box. Wenn ich das mal anguckt. Wir haben hier erstmal die Länder liegen. Das Ganze ist in so einer seitlich nach oben aufgehenden... zu einer Steigung versehen, damit man die auch schön ansehen kann. Und hier so ein Bändchen, damit der Karton offen bleibt hier. Gucken, was man denn sieht. Ist halt schwarz mit schwarz. Und einfach sich von der Box her richtig edel. Sollten sie auch besser sein. Hier haben wir die Anime Fetchlands. Alle in solchen Plastik-Cases. Vom Artwork her, die meisten kennen die ja schon. Das ist die Marsh Flats. Die teuerste davon, die Scalding Tarn. Meiner Meinung nach aber nicht die schönste. Ich finde tatsächlich die Marsh Flats hübscher. Verdant Catacombs. Hier schön mit dem Avacyn Restore Zeichen hinten drauf. Misty Rainforest. Auch sehr, sehr hübsch von Zeb McKinnon. Ixalan. Also die sind ja auch, für die Leute, die es noch nicht wussten, die sind nach Planeten geordnet. Und Arid Mesa mit den Pyramiden von John Avon. Wo die Pyramiden wohl her sind. Das ist die Box. Wunderschön. Einfach wirklich wunderschön, auch hier mit diesem Inlay. Man kann die halt, das mal hier, sieht man das glaube ich ganz gut. Kann man die halt theoretisch öffnen, das mache ich jetzt mal nicht. Und könnte auch andere Karten da rein tun und die halt auch so präsentieren, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, 5 Black Lotus besitzt oder halt besondere Lieblingskarten hat, könnte man auch einfach nur die Box holen, weil die Box selber ist echt... Echt stabil und cool. Ich sehe jetzt gerade erst, hier oben in diesem Deckel, ich weiß nicht, ob man... Doch, hier sieht man es. Das sind haufenweise Planeswalker-Symbole. Das ist die Secret Lair Ultimate Edition der Enemy Fetchlands. Was halte ich davon? Nicht so viel. Weil es eine Secret Lair ist. Ich bin schon mal ganz froh, dass es keine Vollkarten sind. Wären es Vollkarten, wäre ich komplett dagegen. Einfach nur aus dem Grund heraus, dass sie dann wahrscheinlich aus diesen Teilen hier gecurlt rauskommen würden. Aber so muss ich sagen, ich finde die Box mega schön, ich finde die Aufmache wunderschön. Meiner Meinung nach ist es halt gefährlich, so hochpreisige Karten zu nehmen und die in eine Box zu setzen, weil damit die gesamte Box steigt in einen Preisbereich, den vielleicht nicht alle bereit sind zu bezahlen. Sagen wir es mal freundlicherweise so. Und ich glaube, das ist hier auch passiert. Man wollte sie relativ exklusiv machen und hat deshalb einen Preisbereich angesetzt, der... Wenn man jetzt die billigsten Versionen von diesen Fetchländern nimmt, kann man noch, was war's? Ich glaube, ein Plateau dabei holen. Also ein Duel. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt zum Beispiel Commander spielt oder ähnliches, so fancy Fetchländer werdet ihr sonst nicht mehr finden. Meiner Meinung nach. Wenn ihr wirklich hingeht und sagt, hey, ich will wunderschöne Fetchländer haben, dann ist das euer Way to go, meiner Meinung nach. Man kann natürlich jetzt auch noch übertreiben und kann hiervon noch die höhere Version nehmen und kann in Richtung der Editions und so weiter gehen, aber ich denke, das macht wenig Sinn, weil dann bezahlt man für eine Karte so viel für diese Box. Da beschwert sich aber niemand, aber das ist ja auch was ganz anderes. Ich glaube tatsächlich, dass durch dieses The Anime Fetchlands, dass da noch ein normales Fetchlands folgen wird, und zwar die Allied Fetchlands, denke ich, werden folgen, gehe ich ganz fest von aus. Das ist ein Produkt für die großen Leute, für die Wale und dazu kommt jetzt demnächst von mir noch ein Video und dann werden wir da auch genauer auch unter anderem auf dieses Produkt eingehen. Ansonsten, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.